Ich darf Sie herzlich begrüßen. Auch diejenigen, die an den verschiedenen digitalen Endgeräten oder auch mit unserem Kooperationspartner, dem Staatssender W24, uns da zuschauen, auch Ihnen einen schönen Abend oder schönen Nachmittag, wann immer Sie sich das anschauen. Es ist mir eine große Freude, zunächst einmal muss man sagen, unsere beiden Gäste begrüßen zu dürfen, mit denen ich über ihr aktuelles Buch, das Sie hier in der Mitte zwischen den beiden sehen, nämlich das Buch Demokratie und Revolution, Wege aus der selbstverschuldeten ökologischen Unmündigkeit, heißt es. Über dieses Buch darf ich mit den beiden sprechen, mit Hedwig Richter und Bernd Ulrich. Zunächst einmal wunderbar, dass ihr beide da seid. Danke für die Einladung. Hedwig Richter ist Historikerin an der Universität der Bundeswehr in München, Historikerin für neueste Geschichte und, wie wir vorher gescherzt haben, angesichts dieses Buches jetzt auch für die Zukunft. Und Bernd Ulrich ist Redakteur der Zeit. Er war schon mehrmals hier in diesem Haus. Ich freue mich deswegen auch besonders, ihn wieder zu begrüßen und besonders auch Hedwig Richter hier das erste Mal zu begrüßen. Bernd Ulrich kenne ich sehr lang. Wir haben schon, wie er bei der Taz, glaube ich, noch war, haben wir gemeinsam bei der Taz schon das eine oder andere gemacht. Also man begegnet sich in so einem Berufsleben, Gott sei Dank, immer wieder. Es freut mich sehr, dass du wieder den Weg hierher gefunden hast. Und damit bin ich ja schon fast im Thema, weil es war nicht so einfach für euch, diesen Weg hierher zu finden, angesichts der Zustände in diesem Land. Der Zug war in Linz zu Ende und dann ging es auf abenteuerlichen Weg nach Wien und ihr seid hierher gekommen, wegen der Klimakatastrophe. So kann man das eigentlich sagen. Hat sich das so schwierig gestaltet? In diesem Augenblick ist halb Niederösterreich oder ein Viertel von Niederösterreich fast unter Wasser. Es ist eine Katastrophe. Bis jetzt ist man fast nur mit einem blauen Auge davongekommen, aber die Katastrophe ist noch nicht zu Ende. Also hoffen wir, dass es nicht noch schlimmer wird. Und das Gesamtbild ist natürlich nicht nur, dass es eine Regen- und Überschwemmungs- und Hochwasserkatastrophe gegeben hat, auch bisher nicht gekannte Wassermengen in Wien, sondern vorher hat es ja immerhin auch 8 Wochen fast eine Katastrophe gegeben, nämlich eine Hitzewelle, wie wir sie bisher nicht erlebt haben, was sozusagen insbesondere für diejenigen, die ohne Klimaanlage, die in der Stadt und nicht in einem schönen Häuschen, im Chalet, im Grünen leben können, auch schon das Leben im Sommer dramatisch erschwert hat und sehr belastet hat. Also das heißt, wir alle wissen, wir alle haben erfahren in diesen Tagen und in den letzten Wochen, dass wir mitten in dieser Klimakrise sind. Es kann niemand mehr leugnen. Trotzdem, und darüber handelt euer Buch, und jetzt bin ich quasi schon von der Aktualität in die Moderation geglitten, trotzdem handelt euer Buch davon, dass wir es eigentlich nicht schaffen. Also ganz hinten, ihr kreist das Thema immer, aber ganz hinten schreibt ihr dann mal, wir haben mehrere Anläufe unternommen oder genommen, um zu verstehen, warum die westlichen Demokratien sich bisher als unfähig erwiesen haben, den Weg der Zerstörung nachhaltig zu verlassen. Jetzt ist es natürlich nicht so wahnsinnig geschickt von mir, sozusagen mit dem Ende zu beginnen, aber stellen wir das schon mal vor, zu dem Beginn, warum schaffen wir es nicht? Also wir nennen viele verschiedene Gründe und ein Grund, das ist eigentlich was ganz Erstaunliches, ist, dass viele in der Politik davon ausgehen, von einem ganz, ganz negativen Menschenbild, also sehr, sehr misanthropisch ist, nämlich, dass die Menschen das nicht wollen, dass Menschen egoistisch sind. Und wir haben auch so ein bisschen den Eindruck aktuell, also wo das auch ja hier in Österreich, aber eben auch sehr stark in Deutschland, wo momentan alle so tun, als ob das große Problem die Migration ist. Das ist ein Problem, mit dem wir umgehen müssen, aber das ist ganz bestimmt nicht das große Problem und das lässt sich bestimmt nicht mit dem puren Egoismus lösen.
Und wir haben auch den Eindruck, dadurch, dass wir die ganze Zeit mit diesem negativen Menschenbild einfach das in Kauf nehmen, dass wir ihn immer weiter zerstören, dass es den Menschen offenbar egal ist, wie das den zukünftigen Generationen geht, dass das Menschen eben zunehmend dazu treibt, tatsächlich sich so zu verhalten und dass das auch erklärt, warum wir alle immer mehr in diesen egoistischen Diskursen landen, warum Populisten damit immer erfolgreicher sind, warum Make America Great Again die Hälfte der Amerikanerinnen und Amerikaner anspricht. Und ja, also das ist wirklich das war ein verblüffendes Ergebnis unseres Buches, dieses ganz, ganz negative Menschenbild. Wir haben dann auch von dem Monster-Dialog geredet, den kannst du immer besser wiedergeben. Vielleicht willst du das machen und dann weitere Gründe noch nennen. Ja. Also jedenfalls eine Erkenntnis von unserem Buch ist, dass die Tatsache, dass wir aus der Klimakrise oder dass wir nicht genug gegen die Klimakrise oder gegen die ökologische Krise insgesamt unternehmen in westlichen Gesellschaften, lassen wir es mal dabei, in den Demokratien, hat nicht in erster Linie zu tun damit, dass die Menschen nicht genug wissen würden über die ökologische Krise. Das kann man ja auch ganz leicht nachweisen. Das Wissen darum hat bestimmt spätestens seit dem Auftauchen von Fridays for Future im Jahr 2018/19 hat dieses Wissen in den westlichen Gesellschaften deutlich zugenommen. Gleichzeitig hat in den letzten 2 bis 3 Jahren die Bereitschaft, Klimapolitik zu machen, deutlich abgenommen. Also kann es nicht an diesem Wissen in erster Linie liegen, wobei immer mehr Wissen natürlich noch besser ist, sondern es muss mit Grundannahmen über die Demokratie, Grundannahmen über den Menschen zu tun haben. Da will ich nur einmal bevor ich den Monster-Dialog vorführe, will ich nur an einem Beispiel, was nicht im Buch drin steht, was mir letztens aufgefallen ist. Wir haben ja bei uns in Deutschland so einen Politiker, der ist so dermaßen opportunistisch, dass der immer das sagt, was von dem er denkt, dass die Leute das gerade so empfinden. Also einen, der macht eigentlich nichts anderes als das, also Markus Söder, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Gut, der hat vor, wann war das? Ich würde sagen, vor 7, 8 Jahren noch gesagt, wir müssen aus dieser schrecklichen Atomkraft raus. Und jetzt ist er jemand, der sagt, wer jetzt noch gegen Atomkraft ist, der ist praktisch verrückt geworden angesichts der Energiepreise und angesichts der Klimakrise und so. Was ist passiert in diesen Jahren? Was hat seinen Meinungswechsel bewirkt? Es ist nicht passiert, dass der Uranabbau weniger problematisch geworden wäre. Es ist nicht passiert, dass wir ein Endlager hätten. Es ist nicht passiert, dass wir neue Wundertechnologien hätten, die Risiken verringern würden. Alles das ist nicht passiert. Es ist also auch da ist sozusagen der Wechsel seiner Meinung, hat nichts mit der Technologie zu tun. Sondern es ist eine Angst entstanden in den westlichen Ländern, auch in Deutschland, dass es noch etwas viel Schrecklicheres und Gefährlicheres gibt als die Atomkraft, nämlich die Menschen. Die Menschen, die nicht bereit sind, bestimmte Veränderungen, technologische Alltagsveränderungen vorzunehmen und dann lieber die Demokratie abwählen. Das ist das, das ist die größere Gefahr, die entstanden ist. Und das ist so tief in unseren Diskurs eingewoben, dass es sozusagen, ohne dass es direkt ausgesprochen wird, dass so eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung entstanden ist. Und der Monster-Dialog, den wir in dem Buch drin haben, wir haben versucht sozusagen die ganze Debatte um Ökologie zurückzuführen auf die einfachste sozusagen denkbare Form. Und die Form, also Politik, aber auch Öffentlichkeit, spricht an die Bevölkerung und sagt, wir haben hier ein größeres Problem, also wir haben eine ökologische Krise, die in der Lage ist, die Grundlagen von Demokratie, der Zukunft unserer Kinder und der Natur zu zerstören. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz lautet, und dafür haben wir einige Maßnahmen jetzt und einige Geräte, die wir euch dann geben, erfunden, damit das abgewendet werden kann. Aber auf keinen Fall werden wir euch für diese grundlegende Wende weg von der ökologischen Zerstörung, werden wir euch irgendetwas zumuten. Das ist der zweite Satz. Der dritte Satz lautet, der nicht ausgesprochen wird, das tun wir deswegen, weil wir im Leben nicht glauben, dass ihr, Bevölkerung,
nur für die Rettung der Grundlagen der Zukunft eurer Kinder und der Natur und der Demokratie auf irgendwelche Privilegien und Gewohnheiten verzichten würdet. Vierter Satz, der dann gar nicht mehr ausgesprochen wird, weil wir glauben, ihr seid Monster. Weil Menschen, die nicht bereit sind für die Grundlagen der Demokratie, der Zukunft und so weiter, Gewohnheiten zu verändern, die sind wirklich Monster. Und das ist so, wie wir übereinander sprechen, heimlich sozusagen. Und das verstärkt dieses Gefühl und bestärkt sozusagen die Monsterseite in den Menschen. Wenn aber jetzt Politik herginge, das wäre jetzt mal eine Behauptung, aber das würden ja viele Menschen so unterstreichen und nicht nur die politischen, diese Monsterdialog ist ja eher etwas, was politische Sprecher sagen, sondern auch Beobachter würden jetzt vielleicht sagen, wer die Maßnahmen setzt, die notwendig wären und so ambitioniert, wie man sie bräuchte, der würde abgewählt. Und wenn wir diese Maßnahmen aber nicht setzen, dann kommen wir in eine quasi fast suizidale Zerstörung der menschlichen Gesellschaft und Kulturen. Habt ihr dem etwas zu entgegnen? Seht ihr es anders? Also es muss auf jeden Fall sich mehr verändern, als dass nur in der Politik eine klarere Ansprache ist. Das wäre ganz, ganz wichtig. Aber der Rahmen muss sich auch ändern. Oder wir reden ja sogar von Revolution. Ja. Keine marxistische Revolution, in der die Männer auf die Barrikaden stürmen, sondern eben eine Revolution des Denkens und des Handelns. Und dazu gehört auch, dass wir Demokratie anders verstehen und nicht mehr, wie das jetzt sehr, sehr stark gemacht wird, zum Teil explizit von manchen Politikern, als Konsumplebiszitär. Also wenn die Menschen das kaufen wollen, dann können wir nichts machen. Und wenn die Menschen zukünftig, das hat jetzt der bundesrepublikanische Verkehrsminister gesagt, es gibt eine Studie und die zeigt, immer mehr Menschen werden online bestellen. Das heißt, wir brauchen auch entsprechende Autobahnen, um die Pakete von A nach B zu bringen. Also er verwechselt sozusagen dann den Amazon-Klick mit der Wahlurne sogar. Und es gehört auf jeden Fall dazu, dass sich das Denken über Demokratie und über Republik verändert und dass eben, was eigentlich für eine Demokratie selbstverständlich sein sollte, dass die Menschen auch wieder in die Verantwortung genommen werden. Aber ist das nicht sozusagen so ein Diskurs oder so ein Sprachmuster, dass man müsste? Wir hören das ja leider auch, sagt man ja, man müsste, es sollte, wir müssen und so weiter. Das Problem ist, wie kommt man dorthin? Ja, wir haben ja... Also es ist ein bisschen scherzhaft, aber wir haben ja mit dem Buch sehr, sehr lange gewartet. Ne, dass wir hätten, also und so lange gewartet, bis der politische Ansatz, der herrschende politische Ansatz der Politik, zu sagen, wir liefern euch ein paar neue Geräte und eine neue Infrastruktur, dann wird das schon. Und damit schaffen wir Mehrheiten und die ökologische Wende. Der hat sich ja nun ausgetobt. Also das wurde ja genau die ganzen Jahre gemacht. Und was haben wir? Wir haben die ökologische Wende nicht und wir haben keine Akzeptanz für die Klimapolitik. Und da würden wir sagen, also dann müssen wir irgendwie grundlegend anders sprechen und grundlegend anders handeln. Also wir wären nicht auf die Idee gekommen. Ich finde auch, dass, also in Deutschland war jetzt neue Regierung 2021 und ich war von Anfang an skeptisch, dass das auf diese Weise funktionieren würde. Wir liefern euch sozusagen die Klimawende und ihr werdet fast nichts merken. Ich war skeptisch, ob das funktionieren wird, aber es hatte natürlich sein gutes Recht, dass es einmal so durchgeführt wurde, nachdem vorher die Regierung sehr, sehr wenig gemacht hat und auch sozusagen die Infrastruktur nicht verändert hat, also die Voraussetzung dafür, dass es eine technische Wende geben könnte. So, jetzt hat diese Regierung das probiert und die Ergebnisse sind ja offenkundig. Und das ist aber eben kein Phänomen nur in Deutschland oder in Österreich. Es ist in anderen Ländern genauso. Es muss also irgendetwas sein in den gesamten westlichen Ländern, dass dieser Vorschlag, ihr könnt mit eurem Leben so weitermachen wie bisher und dass das nicht funktioniert hat, weder auf der Ebene von Ökologie noch auf der Ebene von Demokratie. Jetzt zitiert in eurem Buch an einer Stelle Al Gore, der mal gesagt hat, ich hoffe, ich kriege es richtig hin, ich habe es sicher hier notiert, aber ich will jetzt nicht nachschauen, der mal sinngemäß formuliert hat, das, was notwendig ist, um die Katastrophe abzuwenden, ist politisch nicht durchsetzbar und das Maximum, was politisch durchsetzbar ist, wird nicht ausreichen. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus?
Naja, es ist ja genau in diesem Dilemma setzt er ja sozusagen den Menschen als komplett unveränderbar voraus. Mhm. Und so spricht er, also das ist ja auch der amerikanische Ansatz gewesen, auch jetzt wieder von Biden, also in derselben Parteitradition. Das wurde dann im Prinzip, ging es dann so weit, dass man die rein technisch gedachte und infrastrukturell gedachte Klimawende dann auch noch geframed hat als ein Arbeitsbeschaffungsprogramm. Also das heißt ja nicht mal Klimawende. Und gut, der Effekt ist, dass es viel zu langsam geht in den USA, dass die weiterhin wahnsinnig viel CO2 emittieren und wahnsinnig viel Öl und Fracking und alles das machen. Also so, das ist, und trotzdem ist Trump, also dieser Irre, bei nahe 50%. So, und deswegen schlagen wir halt einen anderen Weg vor, wo das Gorsche Dilemma schafft sich immer wieder neu selbst. Das ist unsere Grundthese. Bevor wir sozusagen uns genauer noch nähern, vielleicht wie es gehen könnte, ihr sprecht ja von einer Zumutbarkeitsideologie, also eine, dass man den Menschen etwas zumuten muss, was es genau sein muss, lasst uns mal den Status quo analysieren. Ja? Warum braucht es überhaupt mehr als das, was sozusagen mit der, sagen wir mal, technologischen Allmählichkeit der Umrüstung, warum soll es nicht technologisch gehen? Sozusagen mehr Elektroautos, mehr Solar, mehr Windräder statt Öl und Kohle und so weiter und so fort. Peak CO2 haben wir eh längst überschritten, jetzt überschreitet sogar China. Das wird 2024 weniger CO2 ausstoßen als 2023. Warum reicht es nicht? Ja, man denkt ja häufig, in der Bundesrepublik wird es ja gerne gesagt, so diese Regierung macht ja schon so viel und so viel mehr als die letzte. Und hoffentlich wird jede Regierung mehr machen, die wir jetzt sehen, nicht nur in Österreich und in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, mehr machen als die Regierung zuvor. Aber ein Schritt in die richtige Richtung, der zu langsam ist, ist ein falscher Schritt. Mhm. Also wir brauchen viel, viel mehr. Und wir können uns nicht mehr damit beruhigen, dass wir sagen können, es ist ja mehr als gestern, weil wir ziemlich genau wissen, durch das Pariser Abkommen auch, wo das nochmal festgelegt wurde für jedes Land extra, was sind eigentlich die Ziele, die wir erreichen müssen, damit wir 2 Grad erreichen, wahrscheinlich nicht mehr, aber irgendwie so dabei bleiben. Und da sehen wir ganz, ganz klar, dass es weit darüber hinausgeht. Und das Problem mit den Maschinen oder mit der Technik ist, natürlich brauchen wir auch Technik, also wir sind nicht technisch feindlich, dieses Problem gibt es auch, aber die allerwenigsten, die Verantwortung tragen und die darüber reden, sind tatsächlich technisch feindlich, technikfeindlich, sondern es braucht viel, viel mehr als die Technik. Und es reicht nicht aus, dass wir alle Maschinen durch elektrische Maschinen ersetzen, sondern wir müssen tatsächlich auch das Leben umstellen. Wenn wir alle Autos ersetzen würden durch Elektroautos, könnten wir nicht dahin kommen, wo wir sein müssen, dass wir nämlich Flächen entsiegeln können und dass wir auch so eine Lebensweise führen in der breiteren Menge, die in der breiten Masse, die dem nahe kommt, dass man eben entsprechend weniger CO2 ausstößt im Alltag. Wir haben ja jetzt, ich habe hier, glaube ich, vor einer Woche den sozialdemokratischen, rebellischen Ökonomen Niki Kobal gehabt. Ihr werdet ihn nicht kennen, aber der hat ein Buch geschrieben, jetzt über die ökologische Transformation, was ein sehr optimistisches Buch ist, nämlich in dem Sinn, aber in ihrem positiven Sinne optimistisch. Wir können das schaffen, wir haben so viele talentierte Ingenieure und Firmen, die es jetzt schon machen. Man kann sozusagen Stahlproduktion ohne CO2, auf dem Weg ist die Föst jetzt schon, und die Ressourcen, die man aus Afrika oder aus sonstigen Ländern schürfen muss, die können wir durch Recycling, da war er in einer Recyclinganlage irgendwo im Tullnerfeld und da waren großartige Dinge. Warum soll das nicht funktionieren? Warum reicht es nicht? Warum reicht es nicht? Also ich glaube, dass der neue Faktor sozusagen, der mit der ökologischen Krise eine gigantische Rolle spielt, ist natürlich der Zeitfaktor. Mhm. Das ist Politik einfach nicht gewohnt. Die Vorstellung, dass, wie Chakrabarti, der indische Intellektuelle, das nennt, die Agenda der Politik nicht nach hinten offen ist. Also wenn es heute nicht passiert, ist schade, aber dann kommt es halt morgen, dann ist es ein bisschen so, aber es kommt. Und das ist eben bei der ökologischen Krise oder bei der Klimakrise genau anders. Verschieben ist verschärfen. Und deswegen denken wir uns auch, also wir überladen sozusagen den technologischen Fortschritt mit einem fahrlässigen
Optimismus, der aber nicht die Quelle hat in genauer Kenntnis der technischen und infrastrukturellen Möglichkeiten, sondern aus der misanthropischen Annahme, dass in dem Moment, wo nicht die Technik es alleine in der gegebenen Zeit schafft, bricht alles zusammen. Mhm. Und um mal Beispiele aufzunehmen, die du gerade genannt hast, Wasserstoff und Afrika, ja? Namibia. Also wir haben jetzt in Deutschland, nur um konkrete Beispiele zu nennen, wir hatten vor zwei Wochen einen riesigen Streit bei ThyssenKrupp, zwischen Aufsichtsrat und CEO, das mit einem Krach auseinandergeflogen ist alles. Der Hintergrund davon ist, dass natürlich ThyssenKrupp umstellen soll auf grünen Stahl, das heißt auf wasserstoffbasierten Stahl. Und dafür hat der deutsche Staat, unsere Regierung, in ihrem Technik-Euphorie, das meine ich jetzt nicht ironisch, ich finde es positiv, hat sie Subventionen ThyssenKrupp versprochen. Aber natürlich müssen sie auch einen Anteil selber investieren. Da sie aber nicht wirklich glauben daran, dass man in Deutschland einigermaßen kostengünstig grünen Stahl herstellen kann, investieren sie nicht. Ja? So, dann wird als nächstes gesagt, ja, aber wir liefern euch doch Wasserstoff. Wir haben doch dieses tolle Projekt in Namibia. So, also Namibia, ich will es nicht ganz genau erklären, aber jedenfalls ist die Idee, dass man mit verschiedenen Synergieeffekten und am Ende kommt dann sozusagen aus einem sonnenreichen Land, kommt dann Wasserstoff über Tanker nach Deutschland und so. Es gibt großen Widerstand in Namibia gegen das ganze Projekt von der Bevölkerung und nicht nur von irgendwelchen Naturschützern. Und die Frage, ob das wirklich so billig zu machen ist. Man braucht für Wasserstoff nämlich Wasser. Wasser ist wiederum sehr knapp in Namibia, deswegen braucht man Entsalzungsanlagen. Entsalzungsanlagen brauchen wiederum wahnsinnig viel Energie. Und dann muss das ja transportiert werden, wiederum mit hohen Energiekosten und sonstigen Kosten nach Deutschland und so weiter. Also ich sage gar nichts gegen diese Technologie, ich sage nur, zu denken, dass das alles so, wie man sich das ausgedacht hat, unter dem gegebenen Kosten- und Zeitdruck so funktionieren kann, das halte ich für ausgeschlossen. Und das ist nicht meine Meinung, das ist die Meinung des CEOs von Thyssen. Und das macht die Sache, also für mich wäre ja egal, wenn es ein Intellektueller, der von Technik nichts versteht, das nur sagen würde. Aber wenn das CEO sagt, dann weiß man, da ist was dran. Und ein weiteres Beispiel gegen die Technik-Euphorie. Ich bin ja an der Universität der Bundeswehr und ich habe jetzt von meinen Studierenden gelernt und habe mich damit auch beschäftigt. Die erste Masterarbeit wurde jetzt dazu auch geschrieben. Das Pariser Abkommen wurde ohne Militär gemacht. Mhm. Also die ganzen Länderziele hat man das Militär rausgenommen, sonst hätte das wahrscheinlich gar nicht funktioniert. Militär ist sehr, sehr energieintensiv. Und wie kriegt man Panzer dahin, dass sie CO2-neutral werden müssen? Also die demokratischen Armeen legen alle grüne Pläne vor zur CO2-Neutralität, aber ist es wirklich Greenwashing. Panzer können nicht mit Batterien fahren, es wird keine Steckdosen an den Fronten geben und so weiter und so weiter. Also brauchen sie E-Fuels und all das ist völlig außerhalb des Blickfeldes, völlig außerhalb der Rechnungen. Mhm. Also das ist ein ganz, ganz kleiner Aspekt, den man unterschätzt, der wichtig ist, aber der einfach zeigt, dass es ganz grundlegende Umstellungen geben muss. Oder ich sage immer, wenn ich mit FDP-Menschen zu tun habe, die sagen, ja, mein Porsche, das ist gut und ich werde den mit E-Fuels betanken, dann sage ich immer, tut mir leid, aber die E-Fuels, die hergestellt werden, die werden sehr wahrscheinlich alle für die Armee gebraucht. Das ist überhaupt keine Kleinigkeit. Das ist so ein typisches Beispiel dafür, weil die Technik-Euphorie aus der Misanthropie kommt und nicht aus der Kenntnis der Sache, werden bestimmte Dinge einfach nicht diskutiert. Also dann sagt die FDP und CDU ja auch, wir müssen technologieoffen sein, deswegen muss der Verbrennungsmotor auch seine Chance haben. Warum das ökonomisch ist, also so. Und dann stellt man sich eben vor, wir haben dann einen Verbrennungsmotor und dann der wird dann weiter gebaut und noch verfeinert und am Ende kommen dann aber, damit das CO2-neutral ist, kommen dann E-Fuels da rein. Und dann kommt eben Hedwig und sagt, ja, tut mir leid, aber die E-Fuels, die kommen leider in die Panzer. Ja, und so viele E-Fuels es ist wirklich halluziniert, diese Mengen jedenfalls in den gegebenen Zeiträumen. Und deswegen sagen wir ja, alle Technologie sehr gut, soll man alles machen, aber man soll sich nicht einbilden, dass es nur darüber
geht. Und das, ja, noch ein interessanter Punkt. Also es gibt manche, die totale Technik-Freaks, die sich sehr, sehr gut auskennen. Hannah Ritchie etwa, ich glaube eine Schottin ist das, die mit großer Euphorie sagt, wir haben schon so viel hinbekommen. Und in Peking etwa wurde der CO2-Ausstoß halbiert in den letzten 10 Jahren. Und dann wird sie aber ganz kleinlaut, wenn es um die Tiere geht. Und sie ist selber, ich glaube, sogar Veganerin. Und sie sagt ganz groß, damit unterstützt sie auch ihre Technik-Euphorie, Menschen können sich nicht ändern, wir kriegen das nicht hin, dass Menschen sich ändern. Was ich total verblüffend finde, es gibt so eine extra Logik und eine extra Historie offenbar auch für die Ökologie. Seit wann können sich Menschen nicht ändern? Politik kann unter keinen Umständen irgendwas durchsetzen, was für Menschen unangenehm ist. Nein, Politik hat es sehr, sehr oft gemacht. Also die da diese ganze extra Logik auffährt und dann sagt sie aber plötzlich bei den Tieren, doch, das der Fleischkonsum muss sich radikal ändern. Also das verhandelt sie ganz, ganz schnell, das murmelt sie sozusagen nur, weil wie soll das gehen, wenn sich Menschen grundsätzlich nicht ändern können. Und deswegen selbst die größten Technik-Freaks, die hoffen, dass wir irgendwie alles mit Technik lösen können, sagen, was den Fleischkonsum betrifft, muss es eine ganz, ganz grundlegende Veränderung geben. Und die vernünftige ist natürlich, kein Fleisch mehr zu konsumieren, aber... Ich bleibe jetzt eine Minute dabei bei diesem Thema, weil es ja ganz wichtig ist, dass euer Buch nicht nur davon handelt, von der Klimakatastrophe, die ja jetzt unmittelbar damit verbunden ist, dass es Unwetter gibt, dass es zu heiß wird, dass es bestimmte Regionen nicht mehr urbar sind, dass man dann die Nahrungsmittelversorgung und dass sie nicht mehr bewohnbar sind, also schlimm genug. Aber es gibt ja auch nochmal andere damit verbundene, aber auch nicht vollständig damit identische Themen, wie zum Beispiel die Ausrottung der Artenvielfalt oder die Art und Weise, was wir aus unserem Planeten gemacht haben. Also ihr habt ja eine Zahl drinnen, die mich... Also ich meine, ich kenne viele Zahlen und weiß über viele Dinge Bescheid, die mich wenig schocken können, aber diese Zahl hat selbst mich geschockt. Also 34% der lebendigen Biomasse auf der Erde sind Menschen, 62% sind Nutztiere und nur mehr 4% sind Wildtiere. Dann etwas... pointierter Satz war, die Welt wurde in einen Stall verwandelt. Im Grunde sind wir Monster, oder? Naja, also wir können es auch mal positiv sagen. Also man hat... Ausgerechnet bei diesem Thema. Ja, nee, nicht bei dem Thema, sondern... Also es ist ja irgendwie verständlich, dass man versucht hat, im Westen etwas zu machen mit der ökologischen Krise, was da schon mal gelungen ist mit der Arbeiterklasse. Mhm. Also im Grunde ist ja die Grenzen des Wachstums, dieses Buch 72 von den Meadows, vom Club of Rome, kann man ja vergleichen mit dem kommunistischen Manifest im 19. Jahrhundert von Marx und Engels. Marx und Engels haben gesagt, ihr schafft mit eurem wunderbaren Kapitalismus die Klasse, die diesen Kapitalismus irgendwann aufheben wird. Ihr schafft sozusagen ungewollt eure eigene Zerstörung. Und was ist passiert? Das Gegenteil ist passiert. Die Lage der arbeitenden Klasse wurde besser und besser, dank der Sozialdemokratie unter anderem und der Arbeiterbewegung. Und die Arbeiterbewegung wurde, der Arbeiter wurde zu, oder die Arbeiterin zum tragenden Säule des Kapitalismus. Man hat natürlich gehofft, dass das bei der, also Meadows haben das dasselbe gesagt, wir haben hier dieses wunderbare Wirtschaftssystem, es wird immer mehr Fortschritt und immer mehr Reichtum, aber auf der Rückseite schaffen wir sozusagen durch die Nebenwirkungen die Zerstörung genau dieses Systems. Dann haben sie im Detail ein paar falsche Annahmen gemacht, aber im Prinzip ist es richtig. Und man hat natürlich gehofft, jetzt machen wir es mit der Ökologie wie mit der Arbeiterklasse. Wir integrieren das alles. Wir machen ein Steuersystem, wir machen neue Technologie. Und dann wird am Ende die Ökologie nicht zum Problem, sondern zur weiteren Säule, zum Wachstumsfaktor für unseren Kapitalismus. Gut, und dann kam diese Klimageschichte. Und die eignete sich halt wahnsinnig gut dafür, weil man gerade beim Klima, das ist leicht berechenbar, man kann das, konnte sich vorstellen, mit Steueranreizen und Technologie das so hinzukriegen. Und dafür hat man etwas ganz Entscheidendes gemacht. Wir haben jetzt ich habe mich letztens gefragt, warum spielt eigentlich die Ökologie oder das Klima in dem US-Wahlkampf überhaupt keine Rolle?
Naja, weil der Diskurs wurde von, die ökologische Krise ist eigentlich nur die Klimakrise. Die Klima ist eigentlich nur Energie und Energie ist eigentlich nur Infrastruktur und da sind wir ja dran. Da gibt es eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ja, da sind wir am toten Punkt angekommen. In Wahrheit ist natürlich so, dass die ökologische Krise insgesamt, also das Artensterben, der Zustand der Meere, wir haben ja mehr Mikroplastik mittlerweile im Meer als Plankton, alles dieses das ist mit Technologie allein nicht zu lösen. Und bei dem Thema Landwirtschaft und Ernährung, das wird halt nicht gerne genommen sozusagen als Thema, unter dem Diktum, wir schaffen es also mit Technologie und ohne Zumutung, weil es einfach keinen Weg gibt, das Artensterben zu verringern und die Emissionen der Landwirtschaft deutlich zu verringern. Ein einigermaßen biologisch vernünftig gehaltenes Schwein, was wir übrigens auch deswegen machen müssen, damit der Pandemiewahrscheinlichkeit verringert wird, müssen wir die Schweine so ein bisschen auseinanderbringen und auch genetisch ein bisschen. So, das bedeutet aber mehr CO2 und bei den Rindern genauso, weil die natürlich mehr rumlaufen und so weiter und so weiter. Das funktioniert alles so nicht. Das heißt, so, und jetzt ist die Frage, wollen wir jetzt anfangen, darüber zu sprechen oder wollen wir weiter so tun, als wären wir noch in dieser Illusion von mit der Ökologie, machen wir es mit der Arbeiterklasse, wartet mal ab. Das ist natürlich sozusagen das Muster, das wir eingeübt haben, natürlich, oder bis zu einem gewissen Grad war es ja auch überraschend. Also die Arbeiterklasse hatte dann sogar einen Beitrag zum Wohlstand geleistet, man hat höhere Löhne erkämpft, die höheren Löhne waren aber gleichzeitig Konsumnachfrage und so weiter und so fort. Also in Wirklichkeit waren ja sozusagen Konflikte, die als antagonistisch imaginiert worden sind, in Wirklichkeit problemlos lösbare Konflikte. Und ganz offensichtlich ist das ja bei dem jetzigen Konflikt, wenn wir es als Konflikt formulieren würden, ja, schwieriger. Es ist zumindest, wenn wir das Wort Konflikt weglassen, die Lösung des Problems funktioniert nicht von selber hinter dem Rücken der Akteure auf eine Art und Weise, wie man es nicht angenommen hat. Gleichzeitig kommen nur ein paar Probleme hinzu und ich glaube, die berührt sie in einem Buch sehr, sehr interessant. Deswegen würde ich ein paar dieser Dinge nochmal ansprechen. Ein Grund, warum wir es nicht weiterkriegen, ist natürlich ganz naheliegend auf der Hand. Diejenigen, die jetzt agieren müssten, würden eine Art von Verzicht leisten oder zumindest Kosten zu tragen haben, von denen sie nicht unmittelbar etwas haben, sondern möglicherweise überhaupt nie was persönlich, sondern ihre Kinder. Und die positiven Auswirkungen des Handels von jetzt sieht man frühestens in 20 Jahren. Ja, ist das etwas, was unter den Bedingungen von demokratischer Politik mit ihrer sozusagen Short-Termismus und so weiter einfach nicht funktionieren kann? Also es gibt Studien dazu, die das untersuchen mit komplexen, sehr beeindruckenden Methoden. Was funktioniert eigentlich besser? Autoritäre Regime, kriegen die ökologische Krise besser in den Griff oder eher demokratische Regime? Und die zeigen... Wobei die Autoritären können ja auch einen Short-Termismus haben, nämlich den Short-Termismus, genau. Über nächstes Jahr noch Diktator sein. Also genau. Zum Beispiel, nicht? Also so. Ganz genau, ja. Ganz genau. Und die zeigen das eben auch, dass die Demokratien ein bisschen besser sind. Ja. Und es ist natürlich nicht so, dass die autoritären Regime sagen, so jetzt machen wir das ökologisch Richtige, sondern die sind ja noch viel mehr darauf angewiesen, dass es halbwegs ruhig bleibt und sie beliebt sind, insofern, dass sie den Menschen nicht zumuten. Ja. Also man kann sich schon ein autoritäres Regime vorstellen, in Singapur funktioniert es ein bisschen, aber das ist wirklich eine totale Ausnahme, eben eine kleine Stadt, wo man dann auch unmittelbar sieht, okay, das wird jetzt hier grün. Aber interessanterweise kriegen das eben Diktaturen nicht besser in den Griff. Aber wie kriegt man es dann hin? Es ist doch logisch, wir brauchen eine relativ massive Anstrengung von Menschen, von denen der Großteil davon nichts haben wird. Ja, und das ist eben diese Revolution, ich hatte das vorhin angesprochen, wir können Demokratie nicht länger als was plebiszitär, konsumorientiertes Unternehmen propagieren. Das ist nicht, dass wir jetzt antikapitalistisch, dass wir glauben, alles lässt sich dadurch lösen, dass man den Kapitalismus abschafft. Wie sollen wir das hinkriegen? Generalstreik oder wie? Und man sollte auch nicht unterschätzen, wie wichtig Konsum war und wie wichtig Wirtschaftswachstum für Demokratie war. Schon im 19. Jahrhundert geht Massenpolitisierung immer mit Wohlstand einher. Man braucht ja Schulen, man braucht einen Zeitungsmarkt und so weiter. Muße, um sich um Politik zu kümmern. Also das sollte man, deswegen beschreiben wir das auch ziemlich ausführlich. Das ist auch in gewisser Weise fatal. Demokratie und Konsum oder Demokratie
Demokratie und Marktwirtschaft sind aufs engste verflochten, auch historisch. Und wie kriegen wir das sozusagen auseinander? Und die fossile Ära, wie Sie es auch genau, nennen. Ja? Also ganz sozusagen genau. Demokratie, Arbeiterbewegung, fossile ja. Ära und Wohlstandsgewinne sind massiv miteinander verwoben. Genau, nicht? Genau. Und wir sagen eben, das ist wichtig, dass Demokratie, dass Demokraten, Demokratinnen sich daran erinnern, dass Demokratie eben mehr ist als nur Konsum. Und es gab auch immer wieder Zeiten, in denen das deutlich wurde. Also das ist ein Beispiel. Bevor ich auf das komme, was Demokratie dann ist. Ja? Also das müssen wir dann jetzt in den nächsten letzten 10 Minuten unseres, ich muss immer auf die Uhr schauen, bleiben wir noch bei den Obstacles. Also dieser Time-Lag ist ja ein objektiver Obstacle. Ja? Ja. Würde ich nicht sagen. Würdest du nicht sagen? Nee. Das Argument, dass es so schwer ist, diese Dinge durchzusetzen, weil sie diesen Verzögerungseffekt haben, das finde ich, zählt nicht mehr so wie vor 20 oder 30 Jahren. Weil jetzt schon das Wasser bis zum Hals steht. Buchstäblich, ja, genau. Ja. Und so. Aber und das ist gar nicht unser Hauptargument. Also die Frage, die ja völlig berechtigt ist an uns, woher nehmt ihr eigentlich die Energie für die Revolution her? Mhm. Ja, und da würde ich sagen, die Energie kommt jetzt nicht aus der Wärmepumpe, also kaufen Sie sich alle Wärmepumpen, aber das wird, sondern aus den Menschen. Also wir sagen, dann wird uns immer vorgeworfen, also jeder, der auch was auf sich hält, sagt, der Mensch ist halt so, der Mensch ist halt egoistisch und so weiter und so weiter. Wir sagen nicht, dass der Mensch, also die sagen, der Mensch ist böse, wir sagen, der Mensch ist gut, so ist es nicht, sondern wir sagen nur, mehr brauchen wir nicht für unsere Energie sozusagen, für unsere demokratische Energie, als dass so gut wie alle Menschen sich gerne eine einigermaßen gute Geschichte über sich selbst erzählen wollen. Und jetzt ist etwas Dramatisches passiert, und würde übrigens in westlichen Ländern auch passieren ohne ökologische Krise, dass diese Erzählweise über uns selber, über unsere Gesellschaft ist in die Krise gekommen. Also wir hatten im Prinzip eine Zauberwelt, in der wir gelebt haben, eine narrative Zauberwelt, weil wir gesagt haben, wir können zwar alle ein bisschen egoistisch sein, aber wir haben diese Marktwirtschaft, und die ist ein bisschen leicht reguliert, und bei Sozialdemokraten ist es mehr reguliert, aber wir haben diese Marktwirtschaft, und die ist in der Lage, die egoistischen Interessen der Einzelnen in Gemeinwohl und Wohlstand zu überführen. Und wir haben diese Demokratie, da reden alle durcheinander und schreien sich an und so weiter, aber am Ende kommt Gemeinwohl raus. Diese beiden Zaubermittel hatten wir. Und wir haben geglaubt und hatten Gründe zu glauben, vielleicht hatten wir nicht ganz so viele Gründe, wie wir uns gedacht haben, aber Gründe zu glauben, dass wir sozusagen an der Spitze der Weltgeschichte stehen. Und dass am Ende hoffentlich alle Menschen auf der Erde so ähnlich leben wie wir. Und das ist in verschiedensten Hinsichten, ist das alles brüchig geworden. Und wir sind jetzt in einem narrativen Nirvana sozusagen angekommen, also eigentlich. Wir reden uns aber immer noch ein, dass das nicht so ist. Und jetzt sind wir in dieser Absturz, dass wir eben nicht mehr, also im Grunde war es ja vorher so, haben wir uns eingeredet, auch wenn wir egoistisch sind selber, alles, was wir anfassen, wird irgendwie Gemeinwohl. Und jetzt lernen wir langsam, und das ist schrecklich, alles, was wir anfassen, wird zur Zerstörung. Und das ist der Zustand, und das ist auch der Monsterdialog, das ist der Zustand, in dem wir uns befinden. Und was kann wichtiger sein und schöner sein, als dass wir uns aus diesem Zustand befreien, aus diesem Albdruck befreien, indem wir sagen, wir versuchen zusammen aus der Zerstörung rauszukommen. Wir haben die Kraft dazu, wir brauchen dafür Technik, wir brauchen dafür Politik, wir brauchen dafür, wie Hedwig das immer wieder sagt, einen neuen Glauben in die Demokratie, der teilweise auch ein alter Glaube ist. Wir sind ja in eine konsumorientierte, also die Demokratie muss liefern. Nein, die Demokratie ist die Lieferung. Also wir können zusammen rauskommen aus diesem Albdruck. Das ist die Energie. Und die wird aber bisher nicht mobilisiert, weil die Politik und die Öffentlichkeit immer noch in dem Monsterdialog verfangen ist oder in der Techno-Illusion oder in der Misanthropie. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man es ausspricht, wenn wir darüber reden, in welcher Lage uns wirklich befinden, dann kommt die Gartenzaungütigkeit der Menschen zum Tragen, anstatt ihre Politverhetztheit. Ich wollte noch auf eines dieser Elemente, nämlich
die das Ganze schwierig machen, nämlich so eine resignative Haltung, die auch daraus folgt, dass die Leute das Gefühl haben, das Problem ist so riesengroß, wir können es eh nicht mehr lösen. Ja? Wo dann, ihr beschreibt es so, ja, dann kann ich eh gleich weiter Golf spielen und also sich um sie herumfliegen. Ist diese resignative Haltung, wir wissen, das ist sozusagen ehrlich, wenn man es ehrlich formuliert, würde es so sein, wir wissen eigentlich, wir ruinieren dieses Ding und in 30 Jahren ist es hin, wenn wir so weitermachen und unsere Kinder können hier nicht so leben, aber weil es eigentlich nicht mehr lösbar ist, verdrängen wir es und behaupten wir es, es ist nicht wahr. Es steckt wahrscheinlich hinter vielen an Psychodynamik bei vielen Klimawandelleugnern dabei. Ist das so ein Obstacle noch? Also das wird ja oft mit viel behauptet, aber der Großteil der Wissenschaft, sage ich jetzt mal im Singular, sagt ja, wir kriegen das noch hin. Ja. Also dass die Menschheit, dass der IPCC-Bericht ist ja voller, also hoch alarmiert, aber da wird eben ganz klar gezeigt, wenn bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, dann können wir, da gibt es diese beeindruckenden Grafiken dazu, dann können wir durchaus noch dieses 1,2-Ziel, wahrscheinlich eher 2-Grad-Ziel erreichen. Mhm. Also da müssen wir uns einfach auf die Wissenschaft berufen. Also diese Resignation ist auch eine erzeugte, die man bekämpfen kann. Also indem man, Politik könnte diese Resignation bekämpfen. Politik könnte den Menschen etwas zumuten oder könnte so sprechen, dass sie an die Menschen eine Zumutung formuliert und diese Menschen aber dafür auch gewinnen. Ja, genau. Also das finde ich immer wirklich wieder erstaunlich und das beschreiben wir auch in unserem Buch, dass die Politik schon so resigniert. Ja. Also indem sie eben dieses Menschenbild hat und nicht, es gibt viele Beispiele in der Geschichte von Demokratien, dass Politik sehr wohl Menschen überzeugen kann. Und das machen wir sehr, sehr stark. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie, die eben nicht plebiszitär gucken muss, was will die Mehrheit, was nicht, sondern das sind die Verantwortlichen gewählt auf 4 Jahre in alle Regeln und dann, sie sind gewählt dafür, zum Wohle des Volkes zu handeln, also sie sind dafür gewählt, dass sie auch eine gute ökologische Politik machen. Und dann eben, wenn Mehrheiten dagegen sind, ist es die Aufgabe von Politikerinnen und Politikern, aber auch von die in der Öffentlichkeit laut sind, an anderen Stellen Verantwortung tragen, die Mehrheit zu gewinnen. Es gibt ja diesen schönen Begriff der unpopulären Maßnahmen. Das wäre also quasi so, der Weg dorthin wäre, um Konzepte zu kämpfen, dafür gewählt zu werden, weil man am glaubwürdigsten ist oder auch am packendsten ist und dann durchaus Maßnahmen auch durchzusetzen, die plebiszitär keine Mehrheit hätten. Genau, natürlich. Also so funktioniert unsere Demokratie. Ja, aber gleichzeitig funktioniert sie, wie wir wissen, auch so, dass es zwar alle 4 Jahre Nationalratswahlen gibt, aber alle 3 Wochen ist dazwischen eine Landtagswahl. Und de facto haben wir eine plebiszitäre Demokratie, sodass sie aus diesen Gründen diese verschiedenen, die meisten politischen Akteure das alles nicht wagen. Es gibt, glaube ich, das, was Hedwig sagt. Es tut mir so leid, dass ich da jetzt ein bisschen. Ich muss der Mr. Doom sein, um sozusagen die harten Fragen zu stellen. Also, was Politik, also politische Klasse verlernt hat, ein bisschen ist, dass es auch Legitimation durch Entscheidungen gibt. Mhm. Also nicht erst legitimieren und dann entscheiden, sondern man entscheidet, zeigt, dass es gut ist. Und dann gewöhnen sich Menschen dran oder dann begeistern sie sich sogar dafür. Ich will Ostpolitik und so weiter, das ist ja. Aber der Punkt, ich will noch einmal den Gedanken einführen oder stark machen. Was wäre eigentlich mit den westlichen Gesellschaften, wenn es die ökologische Krise nicht gäbe? Ja, wäre dann alles in Ordnung? Und ich glaube einfach, dass wir nicht nur in der Ökologie, sondern insgesamt sind wir angekommen in der, wir nennen das die Nebenfolgen-Epoche, also alle Nebenfolgen und Kollateralschäden unseres vergangenen und jetzigen Tuns können wir nicht mehr verschieben, nicht in die Zukunft, nicht in den globalen Süden, nicht in die nächste Generation, nicht in die Meere, nicht in den Boden und so weiter. Und wir können sie auch nicht nach Amerika abschieben sozusagen, unsere Verantwortung. Sondern sie sind jetzt alle da, kommen direkt zu uns zurück. Und wenn man jetzt gibt es ein, also das ist die Lage in den westlichen Gesellschaften, dass dieses Privileg, dass wir die Nebenfolgen unseres Tuns wegschieben können, dieses Privileg ist vorbei, vorbei, vorbei. Das heißt, wir müssen jetzt praktisch, es ist verrückt, aber es ist so, wir müssen praktisch so handeln wie Menschen, die für die Nebenfolgen und die Folgen ihres Tuns aufkommen müssen. Man nennt es auch Erwachsene. Und das ist ein Bruch mit dem, was wir gewohnt sind, jedenfalls im Politischen. Und, aber gegen diese Nebenfolgenwelt, gibt es jetzt in der gesamten westlichen Welt einen Aufstand. Das ist aus meiner Sicht der Kern des rechtspopulistischen Aufstands.
Alle merken das, wir können so nicht mehr leben wie bisher, die Nebenfolgen holen uns ein. Und der Vorschlag von denen ist, besteht aus zwei Teilen. Erstens, unsere Normalität ist überhaupt komplett in Ordnung, nur diese links-grünen, woken Globalisten, die reden uns das ein. Wenn wir die kaputt machen, dann ist alles wieder so wie vorher. Und die andere Variante, die sie sagen, lass uns doch einfach egoistischer sein. Lass uns doch auf unsere Interessen aufs egoistische Netto runterdrehen. Also, wir lassen keine Flüchtlinge mehr rein, egal was vorher mit denen passiert ist. Wir verhandeln, was soll das mit der Ukraine? Lass uns doch mit dem Putin verhandeln. So und so weiter und so weiter. Das überall versucht man, die enger gewordenen Möglichkeiten durch verschärften Egoismus wieder zu kompensieren. Und wer sagt, wer wirklich ernsthaft glaubt, wir können die ökologische Wende nicht hinbekommen, also die Nebenfolgen da sozusagen aufhören mit diesen Nebenfolgen, dann möchte ich mal sehen, wenn er glaubt, dass die Menschen so sind und wenn er sie so anspricht, dann möchte ich denselben Menschen sehen, wenn er dann den Leuten sagt, ja, aber für die Ukraine müsst ihr ganz viel Waffen liefern und ganz viel Geld bezahlen und Kriegsrisiken eingehen, weil das geht um unsere Werte, es geht um unsere Selbstachtung, es geht um die westliche freie Welt. Ja, auf einmal verwandelt sich dann dieser Mensch, den man vorher abgetan hat, als der ist sowieso zu egoistisch, soll sich dann in einen Helden und eine Heldin verwandeln. Das funktioniert. Ich glaube, dass man in der Breite der Nebenfolgen, dass man überall ein Umdenken braucht oder dass es eine sozusagen eine Negativspirale gibt und am Ende wird man auch die Ukraine nicht mehr unterstützen und mit Putin irgendeinen schmutzigen Frieden schließen. Ja, das ist ja sowieso genau das, was die Rechtspopulisten permanent trommeln. Genau. Sie trommeln eben, dass die Klimakatastrophe ist eine Erfindung von irgendwelchen Hysterikern und die Ukraine ist selber schuld. Und es kommt ja ganz offensichtlich an. Ja? Wenn man jetzt sozusagen an die appelliert, werdet doch vernünftig und sprecht mit euren Wählern wie mit erwachsenen Menschen, dann sind die wahrscheinlich die falschen Adressaten, weil die würden ihr Geschäftsmodell untergraben damit. Also logischerweise geht dann der Appell ja an alle anderen, die aber, nennen wir es jetzt mal so, graduell unterschiedliche Anpassungsleistungen an die Populisten machen. Wie kriegen wir erstens mal die dazu, quasi ihre Wähler wie Erwachsene zu behandeln? Wie bringen wir die demokratische Arena, zu denen diese Wähler dann dazu gehören, ja quasi zu einer Versammlung, dazu eine Versammlung von Erwachsenen zu werden? Das ist ja jetzt wahrscheinlich die zentrale Frage. Und wie kann man denen wir raten, behandeln sie ihre Wähler wie Erwachsene, das Vertrauen darin geben, dass dieser Weg Erfolg haben würde? Na, ich finde, ein Argument ist, dass der bisherige Weg ja überhaupt nicht funktioniert. Also dieses Argument, wir setzen auf den Egoismus, wir kommen den Populisten entgegen, hilft ja nicht. Oder wir machen weniger Klimapolitik, dafür bekommen wir die Mehrheit. Ja, offenbar ist beides, sie bekommen beides nicht. Ja, also das ist der erste Appell, wollt ihr nicht wirklich eine effektive Politik probieren, eine alternative Politik, eine verantwortungsvolle Politik, zu der eben auch die Migration gehört. Es ist ja überhaupt kein Zufall, dass die Migration so ein riesiges Thema wird, weil die eben eine der ganz, ganz wesentlichen Nebenfolgen unseres Handels ist. Dass man sagt, wenn wir nur auf den Egoismus setzen, erstens gewinnen damit die Populisten ihre Stimmen, aber ihr nicht, die demokratischen Parteien nicht, werdet realistisch. Warum heißt eigentlich euer Buch Demokratie und Revolution? Das war der Verleger. Oh. Nein, das war ein Scherz. Blödeste Frage, die man überhaupt stellen kann. Nein. Also weil wir eben, weil uns, genau, es sieht gut aus auf dem Cover. Und also einer unserer Ausgangspunkte war, dass wir gesagt haben, wir sollten zusammen ein Buch schreiben, weil ich eben sehr viel zur Demokratiegeschichte mache, Demokratieforscherin bin und mich davon überzeugt habe, auch in den letzten 3 Jahren, wie unfassbar
dramatisch die ökologische Krise ist und dass es nicht etwas ist, was in der Demokratie sich dann schon irgendwie lösen wird. Und dann haben wir gedacht, da müssen wir uns zusammentun. Band als eine, der sich schon sehr, sehr lange und sehr intensiv eben mit Ökologie im öffentlichen Diskurs auseinandersetzt, dass wir das da zusammenbringen können. Und dann wurde uns eben klar, ja, die entscheidende Frage ist, kriegen Demokratien das hin? Und eben, dass wir das nicht ohne Revolution hinbekommen, Revolution im Denken und eben auch Revolution, die uns aus dieser zerstörerischen Normalität rausbringen. Welche sozusagen inneren Logiken der Demokratie sind eigentlich da, die dem, was ihr wünscht, günstig sind? Man könnte jetzt sagen, wir haben immer mehr Demokratie entwickeln wollen und Brandt, den ihr oft zitiert, hat gesagt, mehr Demokratie wagen. Da war eigentlich schon mehr die immer mehr alltägliche Involviertheit auch ins politische Handeln. Da ist ein bisschen weg sozusagen bloß aus dem Repräsentativen, sondern mehr und mehr Partizipation drin. Gibt es etwas, was in der Logik der Demokratie ist, was dem günstig ist, was ihr vorschlägt? Also man kann Demokratie natürlich definieren, wie man will. Ich würde sagen, die Demokratien, wie sie sich seit der Französischen Revolution, ganz grob gesagt, hat entwickelt haben, die haben den Anspruch auf Gleichheit für alle. Und das war was wahnsinnig Revolutionäres. Und was vollkommen anderes, was in der Antike abgelaufen ist oder in den ganzen Stadtstaaten. Gleichheit für alle, auch wenn es dann lange, lange gedauert hat, bis man dann darauf kam, okay, zu den allen gehören sogar auch die Frauen und dann auch Minderheiten und so weiter. Aber dieser grundsätzliche Anspruch war eben da und die Französische Revolution war da ganz entscheidend. Und ich würde sagen, das lässt sich sehr gut runterbrechen, diese Gleichheit und damit auch die Freiheit für alle auf die Menschenwürde. Und das ist im Prinzip auch der Punkt, wenn es um Ökologie geht. Das könnte uns ja egal sein, zumal wenn man reich ist, auch in den reicheren Ländern, vielleicht würden wir das irgendwie hinkriegen. Okay, die Alten sterben dann früher und die Armen, aber irgendwie werden wir das schon überleben. Nein, es geht um die Menschenwürde, es geht darum, dass alle Menschen das Recht haben auf Freiheit, dass alle Menschen das Recht haben auf ein würdiges Leben. Und deswegen müssen wir die Ökologie ganz, ganz radikal umstellen. Und deswegen können wir auch nicht einfach den globalen Süden aus dem Auge verlieren. Wir müssen natürlich auch dieses, wie er nennt es ja, dieses Wörtchen Verzicht ins Spiel bringen. Wie viel Verzicht ist für das, was absolut das Minimum ist, um das lösen zu können, notwendig? Und wie bringt man die Menschen dazu, diesen Verzicht zu üben? Also ich würde es mal umgekehrt sagen, wie kam eigentlich die Idee, dass etwas so Großes wie die ökologische Wende ohne Verzicht möglich in die Welt, weil wir sind ja hier sind alles Erwachsene. Wir wissen, nichts, was wichtig ist in unserem Leben, geht ohne Verzicht. Nicht der berufliche Aufstieg, nicht Gesundheit, nicht Kinder haben. Alles ist mit Verzicht verbunden. Nur in diesem Spezialdiskurs Ökologie soll das auf einmal nicht gelten. Also das ist schon mal eine merkwürdige Annahme. Aber wir haben mal versucht, das darzustellen. Uns geht es ja um eine Befreiung, Befreiung aus einer Bedrückung. Insofern ist es sozusagen im Einzelnen, muss auf dieses oder jenes verzichten, das ist schon klar, gewinnt dadurch aber auch andere Dinge. Und um das zu verbinden mit Menschenwürde von Hedwig und mit deiner Frage nach den Rechtspopulisten, was jetzt bisher ja probiert worden ist, ist zu sagen, in dieser sozusagen Nebenfolgenwelt, in der wir jetzt gelandet sind, sagen die Rechtspopulisten das, was sie sagen, das brauchen wir alles nicht, ist alles die Woken und lasst uns doch egoistischer sein. Während die Vernünftigen, sage ich jetzt mal, und anständigen Politikerinnen und Politiker sagen, wir bieten euch eine intelligentere egoistische Politik an. Also wir bedienen eure egoistischen Interessen intelligenter als die anderen und geschickter. Und die Lösungen von denen sind überhaupt unterkomplex und so weiter. Das sagen die. Aber es geht, also damit stärkt man aber natürlich die egoistische Erwartung und dass die Demokratie und die Politik etwas ist, was den Leuten irgendwas liefern muss. Aber der Kern von Demokratie ist Menschenwürde und, würde ich heute sagen, Selbstachtung. Ich esse keine Tiere aus Selbstachtung, weil ich mich frage, will ich wirklich für einen mehr oder weniger flüchtigen Genuss, der noch dazu in der Regel zu negativen Folgen für meinen Körper führt, das nur nebenbei, will ich wirklich dafür die intelligente Tiere
unter unmenschlichen oder untierischen Bedingungen halten? Will ich dazu zum Klimakrise beitragen? Will ich unsere Heimat zerstören, indem die Arten ausgerottet werden? Will ich die Pandemiewahrscheinlichkeit und damit einen unfreien Zustand, wenn die Pandemien ausbrechen, will ich das alles? Bin ich so jemand, der das alles verursachen will, nur für diesen, das spricht gegen meine Selbstachtung. Und das gilt auch für die Ukraine. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das alles ausgehen wird. Aber denen nicht zu helfen, nachdem sie von Putin überfallen worden sind, spricht gegen meine Selbstachtung. Und das oder eben gegen, das ist die Befreiung sozusagen aus dem eigenen Egoismus und die Befreiung hin zur eigenen Selbstachtung. Das würde ich jetzt, das ist das Gegenprogramm zu den Populisten. Das heißt, es wäre gewissermaßen das Versprechen, das man hat, oder der Gewinn, den man hat, ist, dass man es nicht zu den, ich habe das irgendwo so geschrieben, zu den Ahnen wird, die man nicht sein will. Ja, nämlich diejenigen, die eigentlich sehenden Auges bewusst und mit einer ordentlichen Prise Zynismus eine Welt ruinieren, nicht nur für die Generationen nach uns, das klingt immer so unpersönlich, sondern eigentlich auch für die eigenen Kinder oder zumindest für die eigenen Enkel. Ich danke euch hier an dieser Stelle, Bernd und Hedwig, und ich danke Ihnen, dass Sie uns bis hierher mal zugehört haben, und ich darf mich jetzt bei den Zuseherinnen und Zusehern und den digitalen Endgeräten und bei W24 verabschieden. Danke, dass Sie uns zugehört haben.